So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Woll. So, ihr Lieben, ja, letzte Folge katastrophal. So, jedenfalls sind wir jetzt wieder hier. Bin jetzt beim Händler, habe mir noch mal hier Krawalle neu geholt. Den anderen habe ich zurückgegeben mit den, was wir nicht brauchen, was wir nicht verkaufen können. So, diesmal habe ich hier die Rundballen. Oh, Entschuldigung, Schluck auf. Die Rundballen geholt. Und diesmal Mineralfutter haben wir ja noch oben auf dem Hof. Aber diesmal müsste eigentlich das Mischverhältnis hinhauen. Also wenn es diesmal nicht hinhaut, weiß ich nicht. Dann kriegen unsere Kühe nur Stroh, Gras und Heu. Da müssen sie damit leben. So. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Stroh an. Nein, es war falsche Taste. Diese Taste. Das war zu tief. Nein, ist immer noch zu tief. So. Also diesmal müsste es hinhauen. Weil es sind keine 8000 Liter, genau. Das müsste diesmal hinhauen. Diesmal müsste es wirklich hinhauen. Wir können ja mal F1 drücken. Müsste es eigentlich ja schon da stehen. Ja, genau. Ui, ui, ui. Gabel hoch. Ui. Also wenn wir mal richtig mega viel Kohle haben, dann stellen wir uns wieder schön die erleichterte Version hin. Großen Kuhstall. Aber dazu müssen wir noch jede Menge tun. Jede Menge tun. Ja, hätte ich das gewusst, da hätten wir das wirklich im letzten Video, wie ich auch schon gesagt habe, als Deko lassen können. Die großen Strohballen, die Action. Aber naja, aus Fehlern lernt man und aus Fehlern wird man klug. Und daher, ja. Geht das jetzt nicht? Boah, wow, was mache ich? Okay. Sag jetzt nicht, dass er schon wieder 100% hat. Hatte nicht. Geht ja gar nicht. Hä? So. Weil ich es nicht richtig aufgespießt habe. Ja. Nein.
Oh, ich hoffe, der Trecker schafft das, das Ding hier da rüber auf unseren Hof zu zerren. So. Gut. Dazu brauchen wir jetzt bloß noch Mischfutter. Mineralfutter meine ich. Geht es nicht weiter rein? Ich würde sagen. So. Na, jetzt. Da kann man das hier schon mal ausmachen. So, 95%. Also geht noch Mineralfutter rein. Ja, oh, er zieht. Und ja. Er kämpft. Der eine auch da stehen bleiben musste. Unbedingt. Sie muss genau auf die Linien fahren. Ne? Das ist der Wahnsinn. So. Warte mal, ich mache mal einen Screenshot. So. Er kämpft. Ach komm schon. Geht es echt bergauf? Also entweder haben die Autofahrer echt Respekt oder du bist wirklich zwischen den Linien fahren. Ich glaube schon, ne? Nö, ich bin zwischen Linien und die halten trotzdem an. Naja. Also haben die vor Trecker Respekt. Gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Mischfutter rein. Dann kann es aber losgehen mit der Milchproduktion. So, können wir den doch eigentlich hier hinstellen, oder? Und den hier hinstellen müsste es doch reichen. Mineralfutter, nicht Mischfutter. Mischfutter wollen wir ja machen. Ich meine Mineralfutter. Zu hoch. Oh. So. Bist du ja eins, bist du übrig bleiben, ne? Jo, ne, zwei Pakete, okay.
So. Ach Gott. Was macht mir so Spaß? Ja. Nach dem letzten Video dachte ich auch, ach, wir reißen das ab und bauen jetzt einen großen Gusch dahin. Nee, machen wir nicht. So, jetzt muss ich gucken, links war das, ne? Abginken, links. Gut. Ach, das war mir klar. Das war mir echt klar. Ich sage mal, ich sehe aber da drinnen nichts. Jetzt. Ja, da, Mischföderation. Wollen sie haben? Wollen sie nicht haben? Nein, zurück. Ja, jetzt. Nein. Was denn nun? Jetzt. Schluss. Jo. Volle Bulle haben wir drin. Jetzt kommen wir, jetzt gucken wir nach. Nachgucken. Hier. Hier. Jo. Ja, gut. Haben wir 22.000 Liter drin. Ja, es muss ja erstmal alles hochgehen. Wow, ist gesunken, ne? Aber können wir trotzdem noch Gras und Heu reinfahren? Nö. Ja. Ja, das werden wir dann später sehen. Aber hier, wir haben zwei verschiedene Sorten. Okay. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal was drin. So. Müssen wir ja jetzt extra noch mal Stroh reinfahren? Ich glaube schon, ne? Ja, Stroh müssen wir hier auch noch mal reinfahren. Dann müsste es ja eigentlich losgehen. Aber die fressen schon mal. Da, die fressen schon mal unsere Mutschkuhs. So. So, wo stellen wir mal den Hänger hin? Ich habe noch keinen Plan. Da eh alles unterwegs ist, können wir den da reinstellen. Stellen wir den erstmal hier rein. Uiuiui. Senst. So, okay. Gut. So, jetzt holen wir uns mal, stellen wir den mal hier schnell ab, den hier. Schleichen wir mal den anderen Trecker. Den hier. Holen uns mal einen Ladewagen. Ach, aber wisst ihr, was wir vorher machen können? Genau. Wir können uns vorher mal Schluss. Und zwar willst du nicht machen? Jetzt. Und zwar brauchen wir das hier jetzt. Nee, das war Duels? Nee, Duels war es auch nicht. Und den noch war's. Oh, hier. So. So. Eine Wasserstation.
Dann nehmen wir nämlich, bevor wir hochfahren, nehmen wir nämlich mal den kleinen Trecker. Da können wir nämlich unsere Produktion nochmal stoppen. Den Strohballen hätten wir reinfahren können. Ja, ist ja egal. Aber ich lasse die jetzt als Deko liegen. Außer die Saatgut und so. Können wir dann nehmen, wenn wir es brauchen. Hey. Gut. Was natürlich auch mit der Kohle ohne Ende. Hey. Best Gang. Wo kämpfen die alle so? Muss ich da Gewichte dranhängen? Oh. Mal gucken, ja, ob wir Gewichte dranhängen müssen. Kämpft ganz schön. Nee, wir fahren von der anderen Richtung, können wir gleich wegfahren. Boah. Ja, wir müssen wahrscheinlich ein Gewicht vorne dran hängen. So. Gut. Weiß gar nicht, was wir. Ich glaube, die erste Fuhre werden wir gucken. Vielleicht einlagern. Und die andere Fuhre werden wir verkaufen. Ja, wenn es überhaupt zu einer zweiten Fuhre kommt. Wir gucken uns das mal an. Warte mal. Ich stelle mich mal darüber. Gut. Wir gucken uns mal die erste Fuhre an, wenn die voll ist, was noch da ist, weil dann würde ich sagen, dann lieber den Rest einlagern und das andere verkaufen. Also die volle Fuhre verkaufen und den Rest einlagern. Jo. Würde ich auch sagen. Eigentlich wollte ich den Trecker wegschicken. Werden wir auch später machen. Müssen wir mal vorher an Aufträgen gucken, ob wir Flugaufträge oder Flugaufträge haben. Weil, ja. Also Stroh werden wir jetzt erstmal lose sammeln.
Ich denke aber auch, los erstmal verkaufen, weil, naja, mit 79.000 können wir schon was anfangen, aber, naja. Ist noch nicht so viel. Ich wäre auf dem Feld, wäre ich nochmal Weizen ansehen. Ja. Ah, Gras müssten wir auch eigentlich mal abernten, dass wir Silage machen können. Brauchen wir schon mal keine Silageballen mehr zu kaufen. Oder machen Silageballen draus. Das geht natürlich auch. Aber da können wir so Silage machen, da brauchen wir erstmal bloß Heuballen und Strohballen zu kaufen. Zwecks Mischfutter. So, das bringen wir gleich bei die Kühe rein. So. Wir müssen ja eigentlich froh und glücklich sein. Ach, das hat sogar fast gereimt, ne? So, gucken wir mal, ob die froh und glücklich sind. Boah, passt ganz schön was rein. Jo, alles. Jo. Oh. So, bleiben wir hier stehen. Das haben, da gehen wir dahin. Moment. Stellen wir nämlich gleich mal die Produktion ein. Und zwar, ich würde sagen, wir machen Erdbeeren werden jetzt dann quasi 4 hergestellt. Und wir brauchen ja schnelles Geld. Nicht gutes Geld, schnelles Geld. Also Tomaten deaktivieren und Salatasch-Tomaten deaktivieren und Tomaten, Erdbeeren lassen wir. Da wird ja massig hergestellt. So. Da brauchst du einen Tropfen und kriegst gleich 2 Erdbeeren. So. Und ja. Wir brauchen schnelles Geld. Und später machen wir dann gutes Geld. Klar. So. Oder leer. Oh Gott. So, gut. Laden wir wieder auf. Geht immer noch auf, Kohle weg. Naja. Wir brauchen es halt, ne? So, ihr Lieben. Jo, da haben wir die Mutschikus, glaube ich, mal zufriedengestellt. Wir gucken mal. Wir gucken, Moment, wir gucken mal da rein. Da sehen wir es ja am besten. Jo, Stroh. Müssen wir noch was reinfahren. Und ja, das andere müssen wir auch noch reinfahren. Heu und Gras. Ich glaube, das müssen wir auch noch reinpacken. Ja, ich meine, Heu haben wir ja noch ein paar Ballen da liegen. Das können wir auch noch reinpacken. Stroh fahren wir auf jeden Fall rein. Ja, dann müsste doch eigentlich alles ganz gut laufen. Ja.
Gut, ihr Lieben, 18 Monate, die sind geschlechtsreif, glaube ich. Jo. Eigentlich könnten wir noch Zähne kaufen, dann. Ja, da. Ja, gut. Werden wir sehen. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS25 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.